Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nur für dich Box von UFO 361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nur für dich von UFO 361. Das Ganze am 2. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 6. Album von UFO 361. Wir haben hier eine seiner klassischen Boxen, also in diesem mehr oder weniger Schuhkartonformat, in dieser Kartonoptik, das Ganze hier im Hochformat gestaltet, recht hoch. Und ja, das Design ist diesmal wieder etwas komplett anderes. Die erste Box in diesem Design war ja grün, dann hatten wir die zweite, die Rich Rich Box in schwarz-lila, und jetzt haben wir hier eine in türkis und ja, hell-lila. Das Ganze in so einer Himmel- bzw. Wolkenoptik gehalten. Kleine Info noch für euch, ich werde anlässlich dieses Unboxings zu dieser Box auch ein Gewinnspiel machen. Ihr könnt dabei sogar mehrere, ja, ihr habt richtig gehört, nicht nur eine, sondern mehrere Boxen gewinnen. Infos dazu am Ende des Videos oder ihr schaut in die Videobeschreibung, dort ist auch nochmal alles im Detail erklärt. Gut, genug dazu, wir starten. Hier oben lesen wir einmal UFO 361, dann darunter der Albumtitel Nur für dich und hier Stay High, wenn auch etwas von Wolken verdeckt. Dann haben wir hier noch so ein paar Gestalten und lilane Wolken. Auf der Seite in Türkis auch wieder nur für dich zu lesen. Unten nichts weiter. Rechts UFO 361 und oben wieder Wolkenoptik. Und auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Also wie die Himmelspforte, dann ein Barcode und die Beteiligten, die hier mitgewirkt haben. Jawohl, das Artwork wie immer von Bastian Wienecke, und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. So, der Boxdeckel von innen weiß, und dann kommt uns auch schon der Boxinhalt entgegen. Wir haben hier natürlich, wie auch bei den beiden letzten Boxen, eine Stay High Jacke, so eine Fleecejacke, zu der kommen wir dann noch. Dann haben wir natürlich das Album an sich, Nur für dich. Als nächstes gibt es hier Sticker, diverse, also ich glaube zwei Stück sind es ja, also wir haben hier zwei Sticker in Türkis und Weiß. Patches sind mit dabei, einmal hier UFO 361, dann einmal hier Nur für dich, dann nochmal UFO 361 der Schriftzug und ebenfalls dabei ein Shirt und ganz zuletzt ist dann hier auch noch ein Poster drin. Ja, jetzt ist die Box leer. Packen wir zur Seite. Oh, da kommen noch andere Sachen zum Vorschein. So, was lesen wir hier? This love feel I that feel no love in this. Okay, also, es dreht sich in dieser Box bzw. auf diesem Album ja wirklich sehr viel oder hauptsächlich um das Thema Liebe und all das, was das Thema so mit sich bringt, sowohl positiv als natürlich auch negativ. So, die Jacke und das Album kommen hier noch in Folie. Werden wir hier gleich mal befreien. Info zur Jacke als auch zum Shirt. Das Ganze gab es größentechnisch auszuwählen. Deswegen habe ich hier auch, hier lesen wir es Size M, Color Grey, Size M. Wunderbar. Und das Shirt ist demnach dann auch in Size M. So, Jacke geben wir mal zur Seite. Und dann starten wir mit dem Album. Auch das müssen wir noch kurz hier aus der Folie holen. Wenn es uns gelingt, wo am besten? Ja, wahrscheinlich eh hier an der Seite, an der Schweißnaht. Wunderbar. So, aber jetzt. Gut. Dann schauen wir hier mal ins Innenleben. Wir haben, wie auch bei den Vorgängeralben hier, einen Pappschuber drauf. Das Cover ist ganz anders jetzt. Also wir haben zwar wieder die Wolken, aber hier oben dann kein Türkis, sondern so ein orange-rosa Verlauf, Stay High Presents, Nur für dich, UFO 361. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. 13 Tracks an der Zahl, wir haben Features mit dabei, in diesem Fall 4 Stück, also Data Love, Bowser, Sonus 030 und Young Huren. Ich glaube generell der Großteil des Albums wurde hier von Sonus produziert. Beteiligte, Barcode, okay. Das Album gibt es natürlich auch regulär als CD, nicht nur als Box. Pappschuber geht ab. Und dann kommen wir zum eigentlichen Albumcover. Und zwar haben wir hier diese herzförmige
dieses Fläschchen und hier rinnt eine grüne Flüssigkeit raus. Also ja, sieht eher so nach Gift aus. Thus, with a kiss, I die. Ja, also das Thema Liebe und was die Liebe so negativ mit sich bringt, auch hier wieder sehr stark thematisiert. Okay, nur für dich hier noch auf der Seite, ein reguläres Toolcase, U361 nur für dich. Nochmal die Tracklist, kennen wir bereits, und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, als erstes geht es ums Booklet, sieht so aus. Dann haben wir hier auch nochmal Zeilen, also hier scheinbar ein Zitat aus Romeo und Julia, Akt 1, Szene 4. Das Ganze hier auf Englisch, könnt ihr euch natürlich gerne kurz durchlesen, die, die der englischen Sprache mächtig sind. Dann UFO361 in dieser türkis-lila Wolkenoptik, dann das Herz, das hier heftig unter Beschuss ist. Und wir haben hier ein T plus U, also ich gehe mal davon aus, dass U steht für UFO bzw. für UFUG und das T für Tiffany. Und zum Abschluss nochmal Stay High. Also Wolken, wohin man auch schaut, das ganze Artwork wird hier von Wolken dominiert, auch hier auf der CD. So sieht das aus, nur für dich. Und dahinter wieder rot und orangene Wolken. Okay, so als nächstes, wir packen das erstmal wieder in den Schuber. Als nächstes haben wir mit dabei zwei Sticker. Und zwar kommen die hier quadratisch, türkis und weiß. Sieht so aus, einmal, zweimal. Dann die Patches, drei Stück. Einmal hier der Schriftzug mit diesen Strichen, also UFO361, das charakteristische Logo, dieser Schriftzug. Dann nur für dich in Weiß, Grau und Türkis. Und als letztes diese bekannte Pose von UFO361 mit den abgespreizten Händen. Jawohl, das sind die drei Patches. Alle drei unterschiedlich groß und unterschiedlich verarbeitet. So, dann haben wir ein Poster mit dabei. Wie wir sehen können, ist das Poster einseitig, also Rückseite ist weiß. Das Poster hier auch wieder in dieser Wolkenoptik. Hier lesen wir wieder den Albumtitel, den Albuminterpreten und oben gibt es dann auch noch das Stay High Logo. Ja, sieht sehr warm aus, wenn ihr mich fragt. Also ein sehr schönes Postermotiv. So, und dann kommen wir zu den beiden Inhalten, die in der Größe auszuwählen waren. Als erstes haben wir hier einmal das Shirt. Das kommt hier in schwarz und hat hier dann einen grauen oder weißen, Moment. Ja, doch, ich denke, es ist eher weiß. Einen weißen Aufdruck, das bekannte Stay High Logo. Allerdings nicht irgendwie so seitlich auf der Brust, sondern hier wirklich zentral in der Mitte. Auf der Rückseite. Dann in Grau-Weiß und Türkis das Stay High Logo mit der Bergspitze. Stay High ist das Label. Erinnert ein bisschen so an Paramount Pictures, wenn ihr mich fragt. Und dieses Shirt, hier sehen wir es genau, ist ein Size M. Und wir haben es zu tun mit... Haben wir hier keine Zettel mehr drinnen? Nein. Okay. Ja, ich gehe mal davon aus, wir haben hier 100% Baumwolle. Und wie gesagt, das konnte man sich ja individuell in seiner Größe aussuchen. Sowohl das Shirt als auch die 361, die Stay High Jacke. Beides zeige ich euch dann auch nochmal im Detail, wie das angezogen aussieht. Aber zuerst noch die Jacke. Es raschelt hier gewaltig, denn, ja genau, hier haben wir es. Wir haben hier noch so Papier. So. Also, das ist die Jacke, wie auch schon die beiden Vorgänger hier von der Optik. Nur eben die Farben, die variieren immer. Wir haben hier die Jacke in Grau. Hier unten dann bei der Bauchtasche ein dunkleres Grau und auch anderer Stoff. Also das hier ist nicht in dieser Fleece-Variante. Dann hier auf der anderen Seite nochmal Grau mit dem türkisen Stay High Schriftzug. Ebenso der Reißverschluss, der ist hier auch nochmal links und rechts türkis so eingefasst. Die Ärmel vorne, die Raffung, auch nochmal in Türkis. Wunderbar. Dann haben wir hier noch ein Stay High auf der Brust. Allerdings, was ich sehr spannend finde, das ist hier scheinbar spiegelverkehrt. Also wenn ihr dann in den Spiegel schaut, dann sollte es passen. Allerdings so jetzt eben genau falsch rum. Ich gehe mal stark davon aus, dass das beabsichtigt war und ist kein Produktionsfehler.
Man weiß es nicht. So, und auf der Rückseite auch wieder hier grauer Vlies. Oben schließt dann hier wieder dieser türkise Stoff ab. Und riesengroß dann auf dem Rücken hier noch aufgenäht. Wieder das Design, das wir auf der Rückseite des Shirts hatten. Also Stay High ist das Label. Dann hier noch unter den Achseln so drei Löcher, die hier noch so mit Metallringen verarbeitet wurden. Sowohl links als auch rechts. Genau, hier könnt ihr das sehen. Dass man hier auch ein bisschen durchlüften kann. Und wenn wir dann mal reinschauen, Moment, wir haben hier noch einen Anhänger, stay high at the top of the mountain. So, dann machen wir es nochmal kurz auf. So, jawohl, hier geht es dann ins Innenleben. Was haben wir hier? Stay high, EU size M, designed in Berlin, made in Istanbul, Turkey. Das Ganze ist 100% Polyester. Und genau, hier nochmal Made in Turkey. Also, Grüße gehen raus. Hier innen nochmal in Türkis und Weiß. Stay High, Size M. Und ja, wie gesagt, damit ihr da noch einen bisschen besseren Eindruck bekommt, zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal im Detail, wie es getragen aussieht. Also sowohl die Weste als auch das Shirt. So, also, so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier das schwarze Shirt mit dem weißen Stay High Logo hier mitten auf der Brust. Ansonsten wirklich alles in Schwarz. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal kurz in Kombination mit der zugehörigen Jacke an. So, und das ist dann die Weste. Also, hier dann über dem Shirt in Grau und Türkis. So sieht das aus. Kann man auf jeden Fall anziehen. Kann man natürlich jetzt direkt zu diesem Shirt dazu kombinieren oder eben zu ganz was anderem. Und ja, die sitzt jetzt etwas enger, muss man sagen. Denn ich habe das Ganze natürlich hier in M bestellt und mein Freund hier, der Fridolin, der trägt normalerweise L. Ja, aber ansonsten, glaube ich, kann man sich das hier ganz gut vorstellen, wie das dann aussehen würde. Und wenn man dann nicht ganz so breit ist und die entsprechende Größe hat, dann kann man hier auch dann wunderbar den Zip zumachen. So, jetzt habt ihr noch gesehen, wie das Ganze im Detail, wie das Ganze getragen aussieht. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Jacke hier, die Fleecejacke in Türkisgrau und Weiß. Dann haben wir natürlich das Shirt, beides in Größe M. Wie gesagt, Größe war ja frei wählbar, das konntet ihr euch aussuchen bei der Bestellung. Dann haben wir ein Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Patches, drei Stück an der Zahl. Die beiden Sticker, Stay High quadratisch hier in Türkis und Weiß. Und natürlich das Album an sich, nur für dich hier im Jewel Case in dem Pappschuber mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Und wie gesagt, ich habe nicht vergessen, habe ich euch ja auch ein Gewinnspiel am Anfang des Videos angekündigt und genau zu diesem kommen wir jetzt. So, jetzt zum Gewinnspiel. Und zwar, ihr könnt, wie gesagt, nicht nur eine, sondern mehrere Boxen gewinnen, nur für dich von UVO361. Das Ganze wird möglich gemacht durch die Jungs von Quirdl. Vielen Dank an dieser Stelle, habe ich euch auch in der Videobeschreibung natürlich verlinkt, die Webseite. Und die Bedingungen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sind folgende. Also, zum einen mal ganz wichtig, hier auf diesem Video, also unter diesem Video, zu kommentieren mit eurem Lieblingsalbum bzw. Lieblingstrack von UVO361. Das könnt ihr euch gerne frei auswählen. Dann auf der Instagram-Seite von Unbox Kings und von Quirdl jeweils ein Follow dazulassen, also den beiden Seiten zu folgen. Und ich werde auch einen Post natürlich machen zu dieser neuen Box, zu der Nur-für-dich-Box von UVO361. Und unter diesem bitte einen Kommentar hinterlassen auf Instagram und entsprechend zwei Personen markieren. Ja, wenn sich euer Instagram-Name von eurem YouTube-Namen unterscheidet, dann vergesst natürlich auch bitte nicht, bei YouTube in dem Kommentar euren Instagram-Namen zu erwähnen, damit ich das dann auch zuordnen kann. Ja, was die Größen betrifft, es sind alle zur Verfügung. Also ihr könnt gerne euch, wenn ihr gewonnen habt, dann die Größe frei auswählen. Es ist nicht irgendwie nur auf L oder so beschränkt. Ihr könnt dann auch gerne sagen, ihr wollt lieber S, M, XL, was auch immer. Das ist jedem von euch freigestellt. Das Gewinnspiel läuft genau eine Woche, also bis zum 9. Oktober. Ich wünsche euch viel Glück
und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Ciao.